Servus, hi, ich bin's, Julius von Selon23 und heute möchte ich mit dir sprechen über Verletzungsprävention in den Beinbeugern und Adduktorenbereich von Fußballern und ich möchte euch meine zwei Lieblingsübungen hierfür zeigen und ja, wenn du Bock hast, bleib dran! So, dann steigen wir gleich ein mit Prävention zu Adduktoren-Beinbeuger. Also, vielleicht nochmal kurz, bleib am besten bis ganz zum Ende dran, weil da habe ich noch eine sehr interessante, spannende Sache für dich. Aber jetzt gleich erstmal zu meiner ersten wirklich Favorite-Übung zur Prävention von Beinbeugerverletzungen, Nordic Hamstring. Er eignet sich perfekt zur Verbesserung der exzentrischen Hamstringkraft. Und es hat sich einfach in kürzlich durchgeführten vielen, wirklich vielen Studien gezeigt, dass zwei Drittel aller Hamstring-Verletzungen vermieden werden können, wenn wir die exzentrische Beinbeugerkraft, also Hamstringkraft, erhöhen. Und diese Übung eignet sich einfach perfekt zur Erhöhung der exzentrischen Hamstringkraft. Hier siehst du, wie das in einem unserer Workshops von letztem Jahr durchgeführt wird. Wir zeigen diese Übung immer sehr, sehr gerne in unseren Workshops, um einfach jeden dafür zu sensibilisieren, wie wichtig diese Übung ist. Das zeigt auch nochmal eine dänische Studie, die durchgeführt wurde, in der 972 Fußballspieler in einer Vorbereitungsphase in zwei Gruppen unterteilt wurden. Und zwar einmal eine Nordic Hamstring Gruppe und einmal eine Gruppe, die kein spezielles Nordic Hamstring Krafttraining absolviert hat. Und es hat sich einfach gezeigt, dass die Verletzungsrate in der Nordic Hamstring Gruppe um bis zu 70% geringer war und sogar bis zu 85% eine geringere Verletzungsrate in Spielern, die schon mal Hamstring-Verletzungen, also eine gewisse Vorbelastung quasi hatten. Und deswegen ist diese Übung einfach so wertvoll und man sollte sie einfach nutzen. Die zweite Übung, die ich euch zeigen möchte, ist die, die ich hier präsentiere, Beinbeuger auf Wall Slides, ja, diese kleinen Rutschdinger, die kann sich wirklich jeder Verein leisten. Und diese Übung ist einfach wirklich sau effektiv. Vor allem, man kann sie noch effektiver machen, indem man hier so kleine Zugwiderstandsbänder irgendwo befestigt und um die Fußgelenke macht. Und was mir in dieser Übung sehr, sehr gut gefällt, ist, dass man sehr, sehr, sehr gut in großen Gelenkswinkeln, also in einem großen Kniewinkel. Ja, ich stoppe das mal gerade hier. So, jetzt sehen wir hier, wir haben einen sehr großen Gelenkswinkel. Und warum ist das so wichtig? Weil wir haben herausgefunden, dass Sportler bzw. Fußballer, die verhältnismäßig viel stärker in einem Kniewinkel von 90 Grad sind, als in weit geöffneten Winkeln, die sind wesentlich anfälliger für Hamstringverletzungen. Das heißt, mit diesen Spielern, ja, das kann jetzt getestet werden in Isokinetikverfahren oder durch andere Tests im Krafttraining. Und diese Spieler, die eben so anfällig sind, die lassen wir dann in sehr großen Gelenkswinkeln trainieren. Also wie zum Beispiel hier, ja, großer Gelenkwinkel, größer 90 Grad, ist super geeignet dann für diese Spieler, um die einfach verletzungsresistenter zu bekommen. Weil das ist ja auch, das werde ich hier, möchte ich das noch einmal zeigen, die Phase zwischen, das sind die Sprintphasen, das ist die Sprintphase, beziehungsweise die Sprintphasen, die hier abgebildet sind. Und es ist nun mal so, es hat sich einfach gezeigt, Muskelfaserrisse in den Beinbeugern passieren während dieser Phase hier. Wenn das hier, wir kümmern uns jetzt um das eingefärbte Bein hier. Wenn das eingefärbte Bein nach vorne kommt und der Unterschenkel jetzt quasi noch nach vorne geschmissen wird, dann muss der Beinbeuger dagegen halten und es wirken hohe exzentrische Kräfte auf den Beinbeuger. Und in dieser Phase hier, ja, in dieser Übergangsphase hier zwischen den beiden, da passieren die Verletzungen in den Hamstrings. Also, wir sehen, die Verletzungen passieren in einem großen Kniewinkel. Und genau da setzen wir einfach mit dem Krafttraining an, dass wir es spezifisch gestalten und auch in großen Kniewinkeln trainieren lassen. So, die zweite, meine zweite oder beziehungsweise dritte
Übung, die ich euch vorstellen möchte. Da gehen hier alle Props gehen raus an Rethinking Physiotherapy. Den Jungs könnt ihr mal folgen. Die haben diese Übung hier, glaube ich, ja, groß rausgebracht, sage ich mal. Im Prinzip, der Partner ist in einem Seitstütz, wie ihr seht, und öffnet jetzt immer das untere Bein und zieht es wieder an. Dadurch wird nicht nur der Adduktor oder die Adduktoren trainiert, sondern gleichzeitig wird auch die komplette seitliche Muskelkette aktiviert. Also wir haben irgendwo ein intermuskuläres Training auch gleichzeitig damit drin. Die Übung gefällt mir sehr gut und die wenden wir auch seit jetzt einiger Zeit mit unseren Fußballern an und haben damit sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und diese Übung würde ich immer vor der Adduktorenmaschine, von der ich gar nichts halte, wählen. Also die solltet ihr wirklich, es gibt noch vereinzelt Leute, die wenden die an. Meiner Meinung nach ist die eher ein Verletzungsauslöser als eine Übung zur Prävention. Genau. Hier sollte man noch wissen, der Grund, warum Adduktoren immer so oder oftmals sehr fest auch und zumachen bei Fußballspielern, ist ja einfach der, dass beim Laufen die Adduktoren die Funktion haben, das Bein am Körper zu halten, ja, dass das nicht quasi irgendwo rumschlackert. Und von daher ist sind die Adduktoren oft sehr fest und machen zu. Was solltest du jetzt mitnehmen? Wann knallt es? Also wann kommt es zu Muskelfasernrissen beim Fußballspieler? Das ist zum einen, wenn die Glykogenspeicher leer sind und somit es zu Fehlansteuerungen in der Muskulatur kommt. Das passiert ab 65% geleerten Glykogenspeichern. Denn 35% unserer Glykogenspeicher sind autonom, das heißt, wir haben gar keinen Zugriff drauf. Das heißt, leere Glykogenspeicher und das Risiko steigt drastisch an, dass es beim Fußballspieler knallt. Wann ist das der Fall? Immer wenn ich Sprints über 20 Meter mache, also 50, 60, 70 Meter Sprints, da ist das Risiko sehr hoch. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir unsere Sprints meistens ja, bis 20 Meter nur machen. Bis 20 Meter erstens, weil dann das Verletzungsrisiko wesentlich geringer ist für den Fußballspieler. Zweitens, weil es einfach fußballspezifisch ist, weil wenn du unsere anderen Blogbeiträge gesehen hast, weißt du, dass die Mehrzahl, quasi ja, über 90% der Sprints sind kürzer als 30 Meter. Ich glaube, 96% der Sprints sind kürzer als 30 Meter. Das heißt, die Mehrzahl der Sprints liegt zwischen 10 und 20 Meter und genau das machen wir auch in unseren Trainings. So, jetzt möchte ich euch noch kurz was zu unseren Workshops sagen, die dieses Jahr anstehen. Und zwar geht es in unseren Workshops dieses Jahr um fußballspezifisches Ausdauer- und Athletiktraining. Und ich und Heiko, ich stelle euch den mal kurz vor, wir sind eure Referenten und wir haben dieses Jahr unsere Workshops noch einmal komplett überarbeitet. Im Gegensatz zu den letzten Jahren. Letztes Jahr kamen die schon wirklich sehr, sehr gut an, hatten sehr, sehr gute Resonanz. Dieses Jahr haben wir nochmal mit eurer Hilfe die ganzen Workshop-Themen etwas überarbeitet und etwas neu abgestimmt aufeinander. Und wir sind jetzt wirklich ja, froh und stolz darauf, euch einen sehr, sehr, sehr geilen neuen, ja, überarbeiteten Workshop präsentieren zu können. Der eine Referent, euer Referent wird Heiko sein. Heiko ist Diplom-Fitnessökonom und Gründer und Inhaber von Soccer 5X. Das war ein fußballspezifisches, ja, Schnelligkeit Speed Center. Sehr, sehr geil gewesen. Und als Athletiktrainer und Ernährungscoach hat er schon für Fußballprofis wie David Odonkor gearbeitet, mit anderen ehemaligen Nationalspielern im In- und Ausland. Mit vielen Amateurspielern hat also Heiko guckt auf eine sehr, sehr, sehr lange Karriere mit Fußballern zurück. Und er ist auch nicht umsonst Fachreferent für den BFD.
Und ist auch in zahlreichen Fußball-Landesverbänden tätig. Ja, unter anderem hat er gearbeitet in den Nachwuchsleistungszentren von Bayer Leverkusen, Mönchengladbach, Nürnberg, Augsburg, 1860 München, Jena, also und hat natürlich auch unter Hannover 96, unter Slomka damals, das Athletiktraining gemacht. Also viel Erfahrung, auch Bundesliga-Erfahrung. Und von Heiko kann man wirklich, wirklich, wirklich noch viele kleine Tricks und Tipps und ja, generell sehr viel mitnehmen. Ja, und der andere Referent bin natürlich ich. Mich kennt ihr ja jetzt schon, ich rede ja hier auch die ganze Zeit. Und jetzt möchte ich euch noch kurz vorstellen, worum es in unseren Workshops gehen wird. Ich möchte euch nur einen kleinen Überblick geben. Es wird einmal um trainingswissenschaftliche Grundlagen von Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit, Koordination geben. Aber auch zu trainingswissenschaftlichen Grundlagen zum Ausdauertraining. Es wird um leistungsphysiologische Zusammenhänge von Muskulatur und Schnelligkeit, Athletiktraining gehen. Wir werden konkret über Trainingssteuerung in Schnelligkeit und Athletiktraining, aber auch in Ausdauertraining sprechen. Ich gebe euch hier nur so einen kleinen Ausschnitt, was drankommt, weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich, was drankommt, was in diesen 2 Tagen abgearbeitet wird. Und wir legen sehr, sehr großen Wert auf eine praxisnah, also auf einen Übertrag von der Theorie in die Praxis. Das heißt, wir geben euch nicht nur theoretische Tipps und Theorie irgendwo, sondern wir wollen auch, dass ihr wisst, wie die Theorie dann am besten in die Praxis, in der Praxis angewendet und dorthin übertragen wird. Weil das ist oft das, was ja auch in so Seminaren irgendwo fehlt. Ja, man kriegt irgendwie sehr gutes theoretisches Wissen, aber letztendlich weiß man gar nicht genau, wie man das anwenden soll. Und wir geben euch da eins zu eins unsere Erfolgsstrategien auch mit an die Hand. Wir sprechen über Leistungsdiagnostik, Bewegungsanalyse beim linearen Sprint und Richtungswechseln. Wir sprechen über Auswertung, Interpretation von Daten in Leistungsdiagnostik, über Zielsetzung, realistische Zielsetzung auch zur Leistungsoptimierung, Trainingsplanung. Wie interagiert man am besten mit Cheftrainer, Physiotherapeut und Mannschaftsarzt? Weil, naja, ohne Kommunikation geht es einfach nicht. Eine gute Kommunikation ist immens wichtig. Über Recheck, Evaluation und Anpassung des Trainingsplans von gewonnenen Daten. Und ja, hier machen wir auch viel, viel in der Praxis mit euch. Wir wollen euch wirklich einfach zeigen, worauf es ankommt. Dann haben wir noch ausgewählte Trainingsmethoden und Inhalte mit und ohne Ball in Theorie und Praxis. Wir zeigen euch in Theorie sowie auch in Praxis ein laterales, lineares und multidirektionales Aufwärmtraining, was wir über die letzten Jahre quasi entwickelt haben, was sich einfach zu unserem goldenen Standard quasi gemausert hat, was super effektiv, super erfolgreich einfach auch ist, weil wir unsere Verletzungsraten einfach immens, immens drastisch reduzieren. Beweglichkeit, Koordinationstraining, Functional Training. Functional Training, ihr kriegt wirklich Sachen mit an die Hand, die funktionieren und nicht irgend so ein Zirkus-Schwachsinn wie Kniebeuge auf dem Bosu-Ball oder sowas. Also ihr kriegt Sachen mit, die sich einfach bewährt haben bei uns und die wir auch in der Bundesliga anwenden und wo wir wissen, die funktionieren und die sind geil, die bringen dem Spieler was und die bringen wirklich nachweislich was. Wir sprechen über lineare Sprints, Richtungswechsel, multidirektionales Training, zyklische, lineare, laterale Schnelligkeit, plyometrisches Training. Ja, und so weiter und so fort. Also ihr seht hier, die Liste geht weiter und weiter. Hypertrophietraining, Overspeed- und Zugwiderstandstraining. Overspeed-Training ist zum Beispiel Bergabläufe, ja. Für die jetzt da nicht, mit nichts anfangen können. Lauf, Sprungschule, Sprungtechnik und vieles, vieles mehr. Also wirklich, wenn ihr Bock habt auf den Workshop, dann guckt einfach mal auf unserer Website vorbei. Da stehen alle Daten und alle. Ja, alle Daten und alle Termine, wann unsere Workshops stattfinden werden. Und wir machen die Workshops auch nicht zu groß. Also wir werden keine Gruppen von
200, 300 Leuten machen. Wir werden wirklich das so halten, dass wir auf jede einzelne Frage auch von euch eingehen können und die klären können. Und das hat sich einfach gezeigt, ist einfach viel effektiver. Die Leute nehmen mehr mit, wenn man die Gruppen ja nicht zu groß werden lässt. Und das wollen wir auch in diesem Jahr beibehalten. Ihr kriegt viele Tipps im Umgang mit Fußballprofis. Ihr kriegt ja, sinnvolles und richtiges Coachen zur Optimierung der Übungsausführung. Also es ist ja auch die, ich sag mal, die Organisation ist ja auch sehr wichtig auf dem Fußballplatz, damit es da geordnet abläuft. Und da können wir euch einfach viel aus eigener Erfahrung mitgeben. Und ja, am Ende kriegt ihr noch Fallbeispiele von uns. Und ihr sollt natürlich auch euer theoretisches Wissen dann in die Praxis transferieren können. Und das ist unser großes Ziel. Ja, das war's auch schon zum Thema Verletzung, Verletzungsprävention heute. Ich hoffe, du kannst mit meinem Inhalt oder du konntest mit der Präsentation was anfangen und kannst es auch gleich umsetzen. Denn du weißt ja, Wissen, was du hast, aber nicht anwendest, ist gar nichts wert. Also wende dein Wissen an, was wir dir geben und ja, stelle auch sicher, dass du uns dann folgst auf Facebook, YouTube und LinkedIn und kannst auch noch unseren Blog lesen, wenn du Bock hast. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.